Hallo, herzlich willkommen. Heute haben wir Montag, den 11.05.2015. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Ich hatte sie, wie immer. Ich bin diese Woche mal alleine. Vielleicht kommen ein paar Gäste noch dazu. Oh, ich sehe schrecklich aus. Ja, ich war ein bisschen unterwegs das Wochenende. Hab ein bisschen was verbracht. Ich hoffe, dass ich diese Videos bald hochladen kann. Kleiner Vlog, wo ich war und so. Ich werde mich da auf jeden Fall mal dran setzen, jetzt morgen oder übermorgen. Ich werde es bearbeiten, werde es dann hochladen. Ist ein bisschen mehr Arbeit als ein Let's Play oder ein Morning Talk, weil es da ein bisschen mehr Szenen zum Schneiden gibt und so weiter. Aber das macht ja nichts. Deswegen habe ich den Aaron zweimal freigegeben und gesagt, kommt, bleibt zu Hause, ich mache das mal alleine jetzt. Es ist jetzt auch schon ziemlich spät. Normal Morning Talk, das mache ich mittags, nachmittags. Jetzt haben wir schon fast 0 Uhr. Ist ein bisschen spät geworden, aber das ist halt jetzt so. Deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Ich lasse jetzt mal einen Trailer aus. Dauert das so lange alles zum Bearbeiten, aber dann morgen kommt auf jeden Fall wieder ein paar Trailer. Werde ich auch ein bisschen mal wieder was erzählen. Ansonsten, ich habe jetzt einen Film für euch dabei, das ist The Big Lebowski. Hier sehen wir mal. Den habe ich sogar frisch erst gekauft. Beim Angebot für 8 Euro circa. Mal aufmachen. Schön. Ja, ihr werdet bestimmt die Memes kennen von dem Kerl hier. Wo ist mein Finger hier? Von dem hier. Wo immer. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber blablabla. Genau. Sonst, wer macht da noch mit? Den hier kennt ihr vielleicht aus Boardwalk Empire. Den hier. Also, man sieht schon, es geht um Bowlen. Worum es noch geht. Ach Gott, das ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht mal genau, aber ich weiß, dass es ein sehr, sehr guter Film ist, den ich euch nur empfehlen kann. Schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Verpasst ihr was. Ansonsten habe ich einen TV-Tipp für euch, sogar drei heute. Alle um 20:15 Uhr auf ProSieben läuft Simpsons, was ja immer läuft am Montag. Pflichtlektüre, wenn sonst nichts läuft. Auf Vox läuft die Serie Arrow. Habe ich die erste Staffel geguckt auf Blu-ray. Die zweite Staffel werde ich mir auch auf Blu-ray dann mal holen, irgendwann demnächst. Oder warte, bis es auf Netflix ist. Die erste Staffel ist ja schon auf Netflix, aber die zweite leider noch nicht. Muss ich halt dann warten. Und auf Kabel 1 läuft Mad Max, Jenseits der Donnerkuppel. Einer der besten Filme. Zwei gehen rein, einer geht raus. Ihr kennt das, weil ihr den Film schon gesehen habt. Bald kommt ja der Kinofilm auch raus. Ist ja schon bald. Wann kommt der raus? Selber mal gucken jetzt. Am Donnerstag. Am Donnerstag kommt der raus. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Dann noch der Sendeplan. Heute kommt eine Folge Minecraft. Ich werde jetzt auch, da ich fast fertig bin mit dem Renovieren, ihr seht ja schon, das Wohnung ist fertig hier im Hintergrund. Jetzt fehlen nur noch die Möbel. Hinten da, also die Seite ist fertig mit Möbel. Hinten, da steht halt das Bett. Da halt der Schrank. Alles spiegelverkehrt. Ansonsten war's das. Dann kommen halt hier noch an den Seiten noch ein paar Schränke hin, paar Möbel. Dann dort, wo ich jetzt gerade hingucke, da steht ja auch noch gar nichts. Das ist einfach nur eine Wand. Und hier habe ich mir halt provisorisch schon mal einen Tisch hingestellt. Hier soll dann der Tisch auch stehen, der was dann bald kommt. Wenn das steht, werde ich dann noch meine Roomtour machen. Was kann ich denn sagen, was denn noch so jetzt kommt? Also, ich kann euch sagen, auf jeden Fall wird. Da werde ich Twitch weiterhin machen. Ich fand das ziemlich witzig. Das Spiel Minecraft werde ich vielleicht nicht so oft machen. Ich will da lieber so Sachen machen, die ich sonst nicht mache. Vor allem habe ich da Hearthstone im Blick, weil ich kann halt, solange mein Laptop noch steht, nicht sehr viele Spiele spielen, die meine CPU überlasten. Ich habe es ja schon gesagt, ab 50, 60% fängt das Spiel an zu laggen, zu ruckeln. Zumindest im Stream, bei mir nicht, aber im Stream. Und das soll ja nicht so sein, oder? Das wollt ihr ja auch nicht. Deswegen werde ich jetzt erstmal so kleinere Spiele spielen. Über die PS4 ist es was anderes. Da habe ich ja Borderlands gespielt, was auch ziemlich viele Leute geguckt haben, was mich überrascht hat, was ich auch sehr schön fand. Da waren bestimmt auch neue Leute dabei, die mich nicht kannten. Aber das freut mich. Ich werde dann auch mal, ja. Ihr könnt auch mal sagen, was ich spielen soll. Auf der PS4 ist eigentlich grenzenlos. Da habe ich so gut wie alles.
neuesten PS Plus Spiele vielleicht mal werde ich spielen. Dann ist das neue Assassin's Creed rausgekommen, dieses China Rising oder wie das heißt, also irgendwas mit China. Das will ich mal spielen. Das werde ich wahrscheinlich dann noch als das nächste Spiel machen. Ansonsten gehe ich mal ein bisschen rüber. Habe ich ein Online-Spiel oder mehrere, wo ich noch am Überlegen bin, also MMORPG, welches ich denn spielen könnte. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr denn so Lust hättet. Fiesta wird's nicht, sage ich euch jetzt schon, weil das Spiel ist, es ist ein gutes Spiel, aber das liegt mir nicht. Ich habe es mal gespielt, ein bisschen mit Mariandos, wenn ihr den kennt. Und irgendwie, ich kam nicht in das Spiel rein, aber das war auch die Zeit, in der ich WoW gezockt habe. Und wenn man mal WoW zockt, ist das andere einfach schlecht. Auch wenn WoW ist, manche sagen, WoW ist scheiße. Aber es ist, was MMO, das Genre MMO angeht, einfach das Beste. Ist leider so. Aber leider muss man dafür halt monatlich zahlen und das will ich dann auch wiederum nicht. Deswegen, wenn ihr ein Spiel habt, das euch interessiert, das ihr mal mitspielen wollt, was ihr denkt, das würde ich gerne mal sehen, dann sagt es mir. Werde ich es mir mal runterladen, werde ich es mir mal angucken. Wenn es mir auch gefällt, würde ich es auch mal spielen. Wie gesagt, ich habe hier jetzt schon. Ich minimiere mich mal kurz oder ich tue mich mal hier auf den anderen Monitor. Hier, hallo, 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 Kuckuck. Und zwar hätte ich jetzt hier schon mal Ragnarok Online. Habe ich auf dem Euro-Server keinen Charakter. Aber auf dem Iro, also international, da habe ich ein paar Hunderter. Keine guten Hunderter jetzt. Die sind alle so zwischen 100, zwischen Level 100 und 120. Geht ja jetzt mittlerweile schon auf Level 175. Als ich da gespielt habe, war es noch 150. Das war vor 2, 3 Jahren. Ansonsten halt. Bin ich gerade dabei, Black Desert, falls euch das was sagt. Mal wieder rüber. Zack. Hallo. Also Black Desert. Bin ich gerade dabei, mir runterzuladen. Aber weil das aus Korea kommt, dauert es ein bisschen länger. Hat auch nur 16 GB, aber ich lade hier nur mit 300 KB runter. Das dauert ewig. Da habe ich auch gesehen, dass an sich kriegt man es zum Laufen, aber es kostet dann trotzdem 10 Euro. Ja, ich will jetzt nicht sagen, kauft mir das Spiel, aber falls ihr wollt, könnt ihr ja mal bei Twitch gucken. Da ist ein Donate-Button, aber müsst ihr nicht, müsst ihr echt nicht. Ich sag nicht, kommt, kauft mir das Spiel. Nee, das muss echt nicht sein. Ansonsten hätte ich noch ein Spiel, und zwar Cabal Online. Das habe ich mal vor Jahren gespielt. Das ist schon so lange her. Aber ein paar Freunde haben mir gesagt, komm, das wäre doch mal was, Cabal. Weil die sind ziemliche Profis darin und die, ich sag's mal, nerven. Nerven. Ihr wisst Bescheid, nerven. Mich jetzt schon die ganze Zeit, dass ich es mal spielen soll. Mache ich das halt mal. Ich mache es jetzt mal, ob ich es vielleicht sogar let's playe, weiß ich nicht. Aber ich werde es jetzt auf jeden Fall mal vielleicht mal live machen, mal reinkommen in das Spiel. Falls es gut ankommt, werde ich es auch mal, oder falls es mir auch Spaß macht, werde ich es dann auch mal let's playen. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu Twitch. Spiele, ja, lol vielleicht. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal gucken, was meine CPU da aushält alles. Was es kann, ist Minecraft und Hearthstone, das habe ich ausprobiert. Counter-Strike ist an der Grenze, an der Grenze. Dann habe ich Pillars of Eternity auf dem PC. Habe ich noch nicht einmal gespielt, aber ich habe es mir mal gekauft, aber noch nicht gespielt. Das funktioniert auch. Titan Souls funktioniert gerade so. Dann hätte ich noch Tropico 5, was ich gerne spielen würde, aber das erkennt, das geht irgendwie nicht mit OBS. Da habe ich voll die Probleme mit. Also mit dem Programm, nicht mit dem Stream, aber. Schade. Ragnarok wird wahrscheinlich gehen, weil das ist ja jetzt nicht so ein Spiel, wo man was erwartet. Von CPU-mäßig. Dann hätte ich noch Sims 4 sogar. Das könnte vielleicht auch noch gerade so gehen. Aber sagt's einfach, was für ein Spiel ich spielen soll. Das ist echt kein Ding. Wenn es kostenlos ist, kann ich es ja schon runterladen. Das macht ja nichts. Bei der PS4 habe ich so gut wie alles. Dank PS Plus und weil ich mir halt so gut wie alle Spiele kaufe. Meine Haare. Ja, sieht schrecklich aus. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, dann gucke ich mal. Dann gucken wir mal nach dem Termin. Dann zocke mal. Apropos Termin. Ich habe mir noch nicht überlegt, wann ich immer stream. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt zweimal
dreimal pro Woche streamen auf Twitch. Werd mir wahrscheinlich das Wochenende dabei aussuchen und vielleicht den Donnerstag. Weil ich muss natürlich gucken, wie ich das mit der Arbeit hinkriege und aufnehmen. Weiterhin meine Let's Plays, meine Morning Talks, mein Spontangebabbel. Beim Spontangebabbel weiß ich auch noch nicht genau, an welchem Tag ich das rausbringe. Weil jetzt ist ja eine Folge, eine kleine, diese Woche kann ich ja schon sagen, die wir über Skype gemacht haben. Also ein bisschen anders da, ein bisschen. Ja, mal gucken. Ja. Also werde ich auf jeden Fall Twitch, werde ich wahrscheinlich dann übers Wochenende machen. Sonntags, weil samstags arbeite ich so gut wie immer. Dann müsste ich dann gucken, ab 21 Uhr vorher habe ich dann keine Zeit. Ich habe den Zettel, da steht alles so drauf. Donnerstags habe ich halt wirklich Zeit. Da heißt dann nur, wie lange ich das mache, weil wenn ich freitags dann eine Frühschicht habe, will ich nicht da bis 0 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr hier streamen. Weil ich muss dann früh raus und dann bin ich kaputt und das bringt ja dann auch nichts. Ja. Deswegen schaut mal vorbei auf meinem Twitch-Kanal. Könnt mir gerne folgen. Dann bekommt ihr ja eine E-Mail, wenn ihr das eingestellt habt, wenn ich online bin. Guckt bei mir bei Twitter vorbei, bei Facebook. Da werde ich auch mal, werde ich auch immer schreiben, wenn ich es nicht vergessen sollte, wann ich online bin, ab wie viel Uhr ich streame. Ich werde wahrscheinlich auch eine Pre-Show machen. Schon mal ein bisschen vorglühen. Schon mal ein bisschen Stimmung machen und damit es dann losgeht mit dem Spiel. Ich muss ja nichts spielen. Ich kann ja auch hier sitzen und mit euch reden. Da habe ich auch nichts dagegen. Muss ja nicht immer nur zocken, zocken sein. Aber zocken schon im Vordergrund. Ja, wie gesagt, also schreibt mir in die Kommentare, was für Spiele ihr gerne mal sehen wollt. Was für Uhrzeiten ihr meint, ich streamen soll. Wie gesagt, Donnerstag habe ich den ganzen Tag. Nein, den ganzen Tag. Ab Mittag habe ich Zeit. Ja. Und eben am Wochenende ab samstags ab 21 Uhr. Oder früher, je nachdem, was für eine Schicht ich habe. Aber wie gesagt, das melde ich mich dann. Ich werde auch noch einmal ein Twitch-Ankündigungsvideo machen mit meinen genauen Uhrzeiten. Werde das einmal machen. Werde es dann auch reinschreiben in meinen Twitch-Kanal. Ja, das war's. Das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen geredet. Wenn man alleine ist, kommt man mal ein bisschen zu was anderem. Aber ich werde bestimmt nächste Woche wieder ein paar Gäste haben. Vielleicht mal jemand Neues. Weiß ich noch nicht so genau. Ich werde mal ein bisschen Druck machen. So, ich werde draufschlagen auf die Peitsche, damit jemand kommt und sagt: Ey, ihr habt die Schüssel lang genug gedrückt. Jetzt müsst ihr mal kommen. Okay, also, tschüss.